Hey, ho, liebe Minenarbeiter und Innen. Ich kann gar nicht mehr aufhören, hier eine Folge Let's Play nach dem anderen rauszuhauen. Ja, wir spielen hier Minecraft. Die Serie von Minenarbeit.de, eine Webseite, die ihr unbedingt besuchen solltet, wenn ihr Minecraft-Fans seid oder es noch werden wollt. Das ist ganz klar. Ich bin noch immer hier in der Höhle, ich kann gar nicht aufhören, ich habe unten noch den Raum fertig gemacht, zeige ich euch gleich, jetzt hole ich mir erstmal hier die Ressourcen. Habe ich denn da gerade ein Skelett gehört? Ja, also nicht wundern, wenn ich immer so meine Klappe halte, dann hat das die Gründe, dass ich hier irgendwelche Geräusche höre von Monstern. Und natürlich dann herausfinden möchte, ob ich in Gefahr bin. Da, ganz eindeutig. Skelette. Ja, das ist immer so diese Bogensehne von den Skeletten. Die macht immer klang, plong, plang, eng, eng. Da war es wieder. Ich buddel mal hier rein. Nicht umsonst bin ich ja der Vorbuddler. Ja. Wir können auch nachbuddeln, ne? Swampweed ist der Seed für unsere Welt, in der ich hier so drehe. Und braucht ihr nur eine neue Welt zu starten in Minecraft und Swampweed einzugeben. Englische Wort für Sumpfkraut. Und dann geht's los, ne? Dann könnt ihr hier... Was ist das denn? Hallo? Moment mal, halt du. Dann geht's los, wollte ich gerade sagen. Genau. Wie ihr seht, geht es dann auch wirklich los. Hoffentlich geht es nicht nach hinten. Ja, guck mal hier, nette Gebeine. Ui, das ist aber ein schickes Fahrwerk. Du, meine Güte nochmal. Ja, stehen da wie, ne? So schön konnte man sie auch noch nicht ansehen. Ja, wirklich, ne? Kommt doch gut ins Bild hier so. So eine kleine Modelschau, ne? Ja, hüpf hier noch ein bisschen rum, richtig. Bevor wir ihn dann jetzt hier... Ah, das ist natürlich sehr gemütlich. Die können wir jetzt hier beide erledigen. Wo kommen die bloß her? Das sieht hier so eckig aus. Ist auf jeden Fall eine schöne Höhle hinter uns. Ich höre im Moment nichts mehr. Aha, okay, von oben. Oh, von oben droht noch Gefahr. Hier werde ich mal ein bisschen Licht reinbauen. Besser ist das, ja. Weil da, wo Licht, da ist auch Schatten. Pilze! Ich höre aber immer noch was. Ich höre immer noch was. Ja, da ist doch noch Bewegung im Spiel. Ja, da ist aber noch Bewegung im Spiel. Oh, der kommt ja ganz nah ran. Das habe ich mir völlig erschreckt, ey. Ich habe gedacht, der kommt nicht so nah ran. Tat aber doch. Oh, ist ja interessant hier. Das ist interessant. Muss ich eben mal überlegen, wo wir hier sind. Ja, nö. Also eine Verbindung zu einer unserer Heimathöhlen haben wir jetzt hier nicht. Dafür sind wir zu weit weg. Sehr schön. Oh, das ist toll, ne? Das ist ja so richtig so. Durchs Wasser. Da geht's wieder raus. Sackgasse. Okay. Okay. Ja, kein Dungeon. So weit, so gut. Oder so schlecht, je nachdem. Wir haben ja schon eine schöne Monsterfalle gebaut, ne? Auch mit Skeletten. Sehr, sehr praktisch für zur Pfeilgewinnung. So, jetzt. Ah, ich denke, jetzt ist okay hier. Immer, hier spawnt immer noch irgendwie ab und zu. Letztens hatte ich eine Spinne, als ich hier rauskam. Ich habe schon ein paar von unseren Ressourcen, die wir in den letzten Folgen gesammelt haben, zurück nach Bad Schönfels gebracht und habe hier jetzt angefangen, ganz blindwütig schon mal diesen Raum aufzuhauen.
Ich habe jetzt hier vor, den doch jetzt zu vertiefen. Warte mal, wie hoch ist der jetzt? 4, also darunter nochmal 4 tief. Und das wird bestimmt lustig, den aufzuhauen. Danach haben wir ja keine Werkzeuge mehr. Danach haben wir richtig dicke, fette Oberarme. Ne? Sind gesund und munter von der vielen Bewegung in stickiger Höhlenluft. Ah, wir buddeln halt gerne, ja. Also ich mache das ganz gerne. Es ist natürlich in sowas, bei sowas immer sehr praktisch, wenn man dann auf eine Höhle stößt. Ja, und dann hat man nicht so viel Arbeit. Die kann man dann ausnutzen. Hier mal runtergesprungen. So, jetzt sind wir eigentlich tief genug, glaube ich. Ja, das sind jetzt 4er Tiefe. Ha, ich habe natürlich, ne, für Ersatz gesorgt. Gar kein Problem. Und ich hatte euch schon mal in einer der letzten Folgen, ich weiß gar nicht mehr, hatte ich euch gesagt, dass ich diese Wandverkleidung da, die sehen wir jetzt gerade nicht. Da, das finde ich irgendwie gut. Das möchte ich jetzt hier in dem Raum hier nochmal reproduzieren. Auch in dieser etwas tieferen Etage hier. Um dann mal zu sehen, ob wir hier vielleicht eine kleine Plantage reinbauen. Ich werde jetzt auch nicht die ganze Zeit hier rumbuddeln, weil das ist sehr viel. Ja, und habe ich auch schon beim letzten Mal gemacht. Das wird ein bisschen eintönig, wenn ich euch nur das zeige. Was wir jetzt viel lieber mal machen können, ist eben. Seht schon, hier so möchte ich so einen Eingangsbereich hochbauen. Das weiß ich noch nicht, wie genau. Also, wenn jetzt hier ja diese Halle schon ist, ja, müssen wir mal gucken. Ich baue hier jetzt erstmal ein bisschen. Schlage ich sie mal so ein bisschen luftiger, ja. So ein bisschen. Mann! Haha, das war ein Sprung, bro. So, ich würde hier jetzt gerne wirklich einen schönen Treppenaufgang hinbauen. Bin mir noch nicht sicher, ob ich da jetzt normale Stufen für nehme oder Halbsteine. Mit Halbsteinen müsste das eigentlich auch sehr, sehr irgendwie einen schlanken Fuß machen, ne? Also, wenn wir jetzt hier, ja. Ach, so wie immer. Wir machen doch immer, wir haben immer diese Schönsteine. Also in Bad Schönfels haben wir ja viel Schönsteine und dann immer solche Koppelstein-Halbsteine davor gesetzt. Ah ja, so, guck mal. Habe ich denn welche dabei? Nein, natürlich nicht. Habe ich denn wenigstens Holz dabei? Ja, Holz habe ich dabei. Also baue ich mir mal eben schnell eine Werkbank hier oben. Ja, da kenne ich nichts. Da halte ich mich nicht lange mit der Vorderrede auf. Also da haue ich mal direkt hier. So richtig schön. Ach, da, guck mal, da passt die doch hin. Hat auch schon mal vor, einen Raum zu bauen, nur aus Werkbänken. Ja. Eisenohren haben wir auch schon wieder dabei. Ja, Mensch, ich kriege ja inzwischen gar nichts mehr mit. Ich weiß schon auch gar nicht mehr. Ich habe ja in der letzten Folge, letztens habe ich ja auch mal irgendwie so 8 Diamanten oder 9, glaube ich, auf einen Haufen gefunden. Also, das war irre. Das war spektakulär. Ja, also, das ist wirklich phänomenal. Ja, komm, hier. Ach, so mache ich das jetzt nicht. Wir machen das jetzt mal richtig so. So, da drauf. So, jetzt haben wir hier auch mal die Möglichkeit, so richtig schön Halbsteine herzustellen. Ah, nehmen wir erstmal 64er Stack, das ist okay. Kein Problem. Na, kommt ihr wohl mit? Ja. So. So, in so einer Viererbreite da hoch. Super, ist die Werkbank natürlich genau im Weg. Obwohl, hier könnte man den Weg noch ein bisschen. Ja, machen wir das auch mal direkt schön. Deckenarbeit hier, Deckenverzierung. Ja, da die Ecke ist zu viel. Wenn man das jetzt so macht. So machen tät. Das Silber lasse ich jetzt nicht hier liegen. So. Ah, ja. Hier ist dann also wirklich wieder breit genug. Dann wären das hier die 4. Komm, dann machen wir das hier weg. Dann machen wir das hier noch weg. Und dann machen wir das da wieder dran. Und dann sammeln wir die Steine noch ein. Ah, ja, hier. Das ist ja schön. Das ist hässlich. So.
inzwischen mache ich da, lege ich da schon ein bisschen mehr Wert drauf. Auch früher habe ich da nicht so Höhlen ausarbeitet. Ich meine, jetzt habe ich ja vor, hier irgendwie noch eine Plantage reinzubauen. Also was wirklich Zivilisiertes, Befestigtes, ne? Aber sonst würde ich mir halt mit so einer Höhle hier jetzt keinen, nicht so einen Wind machen. Das sieht eigentlich jetzt auch schon wieder schön aus hier. Dann geht es da hoch. Dunkel ist es draußen, glaube ich, gerade. Ob man hier jetzt drei... Aber ich versuche mal so einfach so vier hier durchzuziehen, wie wir da die Seiten verkleiden. Müssen wir noch gucken. Schönstein habe ich natürlich nicht mit. Das wäre praktisch. Aber unten habe ich schon einen... Ach, das ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir Schönstein herstellen gehen. Unten in unserer Tiefbohrung habe ich inzwischen... Das geht mir auch immer auf den Wecker hier. Das mache ich jetzt auch mal kaputt. Ist mal im Weg, die ganze Zeit schon. So. In unserer Tiefbohrung habe ich nämlich unten auch einen Ofen jetzt hingestellt. Erst habe ich ihn hergestellt, dann habe ich ihn da hingestellt. Also das stelle ich jetzt nur mal so hin, so in den Raum. Das mal ein bisschen zusammenreißen. So. Kleinen Drehwurm gehabt. Da sind wir schon, da sind wir schon. Was hatte ich drin? Silber habe ich nämlich schon eingeschmolzen, weil ich dachte, Mensch, das reicht vielleicht nicht. Komm, die Kohle kann da rein, das brauchen wir sonst nicht. Und dann hauen wir hier auch direkt mal hier Koppelsteine rein. So. Dann kann das da arbeiten. Ich guck mal eben, ob ich das mal hier vielleicht... Ja, das lasse ich auf jeden Fall jetzt in der Kiste. Ganz klarer Fall. Den leeren Eimer auch. Alles wertvoll, wertvoll, wertvoll. Den Rest, den kann ich mal mitnehmen. Ist jetzt nicht so... Wie viel Platz habe ich denn hier noch? Oh. Okay, dann müssen wir... Da sind neun waren es. Okay. 9 Diamanten. Gut. Gucken wir mal unten, wie ich das gemacht habe. Oh! Ja, hallo! 2 Stück! Ja, das ist aber jetzt auch wieder geil, ne? Also, guck, da seht ihr den Raum. Ich habe also ja 2 Etagen gehabt. Am Ende habe ich dann den Boden weggehauen und so hatte ich diesen ganz großen Raum und ich hatte ja schon meine Bedenken geäußert, ob überhaupt Slimes hier spawnen, aber die spawnen ja ohne Ende. Das sind ja 3 Stück, das sind ja 2 große. Oh, jetzt heißt es natürlich Daumen drücken, ne? Ich werde mal jetzt mal schon mal so ein Kotelett hier parat, wo rück ich den schon wieder drauf? Hier. Ein paar Kotelets parat tun, so. Wie schlägt man? Man darf hier nicht tothauen, die kann man ja übertöten, ne? So dass die auch nichts droppen. Und das wollen wir natürlich nicht. Ich glaube, es mit einer Steinhacke war das, glaube ich. Ne? Also ich habe schon ein bisschen Erfahrung mit denen durch unseren Server. Wir haben viele unterirdische Städte und da spawnen halt regelmäßig Slimes. Guck mal, von hier oben, da kannst du gut ran. Boah, ey. Ich weiß auch gar nicht, wie die mich jetzt verletzen könnten, so, ne? Ich habe ja schon fast Lust, sie einfach mal wachsen zu lassen jetzt. Ist da schon irgendwo ein Ball raus? Ich muss ja noch ein bisschen tiefer jetzt. Ah, da ist schon wieder ein großer. Nein, nein, ach du meine Güte. Also jetzt ist auch noch hier irgendwie so ein scheiß Schwert kaputt gegangen. Hallo, hallo, hallo. Ah, die kommen jetzt alle hier rein, das ist gut. Die sehen mich hier und dann kommen die an. Ah, ist die blöde Hacke jetzt kaputt gegangen. Das kann doch nicht wahr sein. Hahaha. Stark. Stark. Wir können Sticky Pistons bauen. Und jetzt schon eine ganze Menge. Mensch, super. Wir haben eine Slime-Halle, Leute. Da kann ich ja oben sofort... Da kann ich ja oben sofort alles... Da kann ich ja von unserer Projektwand irgendwie alles wegmachen. Ich bin schon wieder völlig begeistert, wie das geklappt hat jetzt. Erst die Diamanten und dann das 27 Slimebälle. Was soll ich denn damit? So viele Pistons kann ich in meinem ganzen Leben nicht bauen. Wofür auch? Ah, super. Ja gut, da muss ich mir jetzt natürlich auch mal so ein paar Gedanken machen, wie wir so, was wir so jetzt für technische Sachen in Angriff nehmen können. Das wird ja auch mal Zeit. Wir sind ja jetzt schon in der Let's Play Folge 3859. Jedenfalls gefühlt. Und
Was macht unser Schönstein? Ach, das könnte ja jetzt hier noch ein bisschen besser. Nee, was cool. Okay, die spawnen jetzt ja nur, wenn ich weit weg bin. Also gehe ich natürlich wieder schön nach oben arbeiten. Slimebälle lasse ich jetzt hier sicherheitshalber. Die müssen wir halt holen. Wir müssen auch den ganzen Aufgang machen, wir nochmal schöner. Ne? Das war dieses Gehoppel dann jetzt hier und so mal sparen. Meine Güte noch einmal. Ach ja, das ist schön, ne? Wenn es auch mal so. Das ist ja mal wirklich. Das ist unser erster Slime, ja. Das ist ja wirklich. Und so schön natürlich gewachsen, ne? Also wirklich tadellos. Deichstück auf einen Haufen. Da können wir doch mal ein paar Experimente machen. Wenn da jetzt gleich wieder so welche sind, dann lasse ich die nur mal so ein bisschen. Dann zerteile ich die nur mal ein bisschen und dann lasse ich die weiter wachsen. Habe ich denn jetzt den Schönstein mitgenommen? Nein, habe ich natürlich nicht mitgenommen. Es ist immer so, wenn ich mich gerade noch so freue, dann kann ich mich einfach nicht vernünftig konzentrieren. Genauso wie ich mich nicht konzentrieren kann, wenn ich mich gerade nicht freue. Ja. Ach, was soll's. Wir lassen es einfach hier mal laufen. 27, das reicht uns jetzt auch für den Anfang erstmal. Der Rest, der kann da noch brutscheln. Der beliebte Schönstein. Lalala. Ach ja, das ist immer das Nervigste, ne? Das ist immer schon so gewesen, wenn man so eine enge Tiefbohrung macht, so auf Teufel komm raus, möglichst schnell, ganz tief, dann hat man immer das Problem mit dem Hochhüppeln. Bin hier vorsichtig, bin schon mehrfach so überfallen worden wieder auf dem Rückweg. Okay, scheint jetzt okay zu sein. Da vorne auch alles im grünen Bereich. Sehr fein, sehr fein, sehr fein, sehr fein. Hier mache ich jetzt mal doch einen provisorischen Aufgang hin. Damit wir hier einfach ein bisschen ja, oder so, oder nicht, oder wie, oder was, ne? So. Damit wir ein bisschen einfacher da hochkommen. Hier wollte ich zwei hinsetzen. Dann kommen davor wieder Halbsteine. Beleuchtungsmäßig machen wir, denken wir uns dann auch was aus, was so richtig geil aussieht. Hinterher so. Entschuldigung, wieder das böse Wort gesagt, ne? Was ist das denn? Oh. Mein Gott. Okay, aber das schnappen wir uns. Ich habe nämlich eine Schere mit. Ich weiß das genau. Komm hier, du. Mäh. Mäh. Und jetzt stehst du uns im Weg rum, ne? Kannst abhauen. Haha, brauchen wir dich nicht mehr. Ich bin wieder böse, böse jetzt. Böse, böse, böser Vorbuddler. Böser Vorbuddler, ne? Macht ganz böse Sachen immer. Ja. Da setze ich einen rein und dann kommt da wieder ein Koppelstein-Halbstein rauf. Also mal gucken, wie wir jetzt hier um die Ecke kommen. Wo geht's denn hier hoch? Da geht's hoch. Ach du meine Güte, ja. Oh, das wird aber recht steil. Also, ob wir das hinkriegen. Ob wir das hinkriegen. Und dann hier so. Ja. Okay, vielleicht wenn wir das. Nee, ja. Mal ein bisschen hier so dreckige Erde weghauen. So. Und mal ein bisschen begradigen noch alles. Das wäre eine Viererbucht. Hier zwei rein. Wie ihr wisst, berechne ich sehr selten irgendwas. Und ich lasse einfach immer kommen und hau drauf, ne? Das ist so meine Art. Also ich messe hier nichts aus. Ich mache das Pi mal Auge. Und dann klappt das meistens auch schon irgendwie, ne? Und meiner Erfahrung nach ist das so bei Bauten, die immer ausgemessen werden. Ja, die sehen alle gleich aus. Ja, das hat man ganz oft. Die sehen dann irgendwie sich alle sehr ähnlich. Also ähnlich, ähneln tun sich sowieso alle, ne?
Aber manchmal ist doch, das ist jetzt irgendwie nicht so genial. Die Treppe muss ich, glaube ich, völlig versetzen. Hier komme ich runter. Hier komme ich runter. Pass auf, diese Etage weg. So. Das muss jetzt auch wieder weg hier. Bin jetzt ganz neugierig, ob unten wieder Spawns geslimed sind. Das wäre was. Bestimmt, ne? Wenn das so gut geklappt hat, drei auf einmal. Boah, und das war ja wirklich Zufall. Ihr erinnert euch, ich bin da ja, ich habe da runtergebohrt, ne? Dann haben wir da also den Raum aufgeschlagen. Ich habe die Diamanten gefunden. Und eigentlich nur deswegen bin ich da unten auch geblieben, weil ich das so verlockend fand. Ah, das passt immer noch nicht hier. Da müsste jetzt hier jetzt schon. Hier müsste es. Ja, das müsste entweder noch flach sein oder ein Halbstein drauf. Das ist alles hier noch Käse. Das bringt gar nichts. Tralalalalalalalala. Ja, so buddeln wir uns dann gleich so unseren Weg nach oben. Pass auf, jetzt hier. Das ist jetzt hier müsste Plattform sein. Das ist, damit das so diese Breite hat. So. Dann könnten wir, ja, dann müsste hier wieder was sein, ne? Wenn wir jetzt. Ich denke, das geht. Das geht dann. Ist zu breit, aber macht jetzt auch nichts. Mal der Blick nach hinten. So, das hier weg. Den ganzen Dirt. Das ist der Dirt, der uns stört. So, und dann stimmt das hier wieder nicht. Gespannt, wie wir dann oben auskommen. Da müssen wir auch noch mal ein bisschen nach zur Seite weg verschieben irgendwie, ja. Auf jeden Fall kann man dann so richtig geil hier so runter. Schon wieder böses Wort. Hier kann man wieder böses Wort runterrennen. Ne? Hier. So tief soll das dann hier werden. Wie wir dann hier in den Raum reinkommen, das muss ich mir dann noch überlegen. Das wird schon wachsen. Ich sag mal, das wird schon wachsen. Ne? Auch die Beleuchtung und Deckenverzierung, das machen wir alles noch. Ich bin ja inspiriert von unserem Zwerg auf dem Server. Ich weiß nicht, jetzt wo ich jetzt drehe. Könnte ich mir vorstellen, dass ich die Folge schon veröffentlicht habe, wo ich den Bartimäus vorstelle und mit seinen unterirdischen Bauten. Ich weiß es nicht, ne? Muss man mal gucken. Dann werdet ihr danach gucken können. Der ist, ja, der macht auch schöne Sachen so mit. Machen viele eigentlich inzwischen auch so, dass man die Wände so ein bisschen modelliert. Einfach so in den Stein ein Muster haut, ne? So dass das nicht mehr so trist aussieht. Ich denke mal, das ist doch cool, wenn man das. Entschuldigung. Gerade mal einen kleinen Frosch im Hals. Wenn man das jetzt hier so versetzt, ja. Hier wieder noch einmal eine Etage. Ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Muss mal auf so. Das ist noch so viel hier alles. So, das machen wir jetzt nämlich hier so schön. Ja. Hier, die dann, die machen Feinarbeit dann hinterher wieder hier. Das ist klar. Ich sagte es bereits. So, also macht euch keine Sorgen. Es wird noch besser. Vier. Das sind vier, jawohl. Vier Breite. Nicht kleckern, sondern klotzen, ne? Wo muss ich hin? Oh, der muss auch noch weg. Na, die. Ja, notfalls, wenn mir nichts einfällt, fange ich einfach an zu singen, ne? Oh, ja, gab auch schon mal Anfragen hier an mich, auch bezüglich des Servers oder irgendwelcher, ja, normalen Videos, ob ich nicht noch mal mehr noch mit Musik machen könnte.
Das ist klar, das ist einfach, wie ich schon öfters mal gesagt habe, eine Zeitfrage. Lieder müssen auch geschrieben werden, Lieder müssen geübt werden, müssen eingespielt werden, also recorded, ne? Und das könnt ihr euch vorstellen, dass das auch viel Arbeit ist zusätzlich. Ja, ne? Und ab und zu ist man auch mal einfach faul, da will man gar nichts machen. Noch nicht mal Minecraft spielen. Ne? Da hängt man sich nur vor die Glotze und guckt, was weiß ich. Ich weiß gar nicht, was läuft da eigentlich so in der Glotze. Bestimmt nur Schwachsinn, oder? Kennt ihr euch damit aus? So hier, dieses Gerät mit so. Da ist so eine Antenne drauf. Das war jedenfalls so, als ich, wie ich mich erinnern kann, noch. Dann flimmert das immer so. Wo muss ich hin? Ja, jetzt muss. Oh, wie komme ich denn oben aus? Ich muss ja hier nochmal eine Kurve machen, sehe ich gerade. Und da muss ich ja hin. Oh, das wird aber jetzt langsam eng. Das wird aber langsam eng. Ich würde sagen, jetzt schlage ich das hier weg und mache hier eine Plattform hin. So. Auch so eine Viererbreite. Ja, viele fragen sich ja natürlich, wie man das alles machen kann, ne? Weil hier so Let's Play folgen, aber ich drehe die ja ja nicht jeden Tag irgendwie und sitze da jeden Tag dann stundenlang vor, sondern ich mache ja hier so ja, Dreh-Sessions. Ne, am Wochenende oder so, ne? Und dann kann man halt mehrere Folgen hintereinander abdrehen. Das ist für mich auch so ein, ja, so eine logische Konsequenz. Ich habe ja schon vorher viel Minecraft gespielt und ja, ich will nicht sagen, ich hatte die Lust verloren, aber es fehlte mir so ein neuer Kick. Und dann habe ich ja die Seite aufgemacht, minenarbeit.de. Und dazu gehörten dann eben auch Videos. Das habe ich dann erstmal angefangen und kann man auch mal wieder sagen, immer vielen Dank an euch alle, die ihr da immer einschaltet, die ihr mir die Daumen hoch gebt, die ihr mich abonniert und das ist alles eine tolle Sache. Und ich weiß das auch zu schätzen. Also das ist wirklich so. Denn ohne so eine Resonanz, das habe ich auch öfters mal, ich muss es immer wieder mal sagen, ne? Sonst wird das vergessen. So eine Resonanz ist einfach unheimlich wichtig und motivierend. So. Sonst wüsste man gar nicht, warum man das tut. Hier so drehen, ne? Aber wie gesagt, es ist ja nicht so, dass ich jetzt hier die ganze Zeit nur Minecraft spiele. Ich mache auch noch viele andere Dinge, ne? Aber das kommt einem halt vielleicht so vor, wenn ihr so das seht, ne? Ja, egal. Ich denke mal, es reicht auch jetzt mal für diese Folge. Ihr seht jetzt mal, ich komme gleich oben an. Da werde ich jetzt mal. Oh, ich muss auch sowieso hier vorsichtig sein. Ich gehe lieber wieder zurück. Ach, weißt du, das machen wir zum Ende der Folge nochmal eben kurz, dass wir unten reingucken. Ja, und je nachdem. Wenn unten keine Slimes sind, dann, ja, dann kann ich ja die Folge einfach zu Ende machen, einfach beenden und. Wir machen, sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, ne? Und wenn unten Slimes sind, dann beende ich die Folge einfach auch, damit ihr Spannung habt und beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ich bin nämlich ein ganz raffinierter Fuchs. So. Wo sind wir denn überhaupt? Jetzt sind wir hier. Komm, jetzt drück mal die Daumen, ja? Och, nö. Och, nö. Ja gut, also dann braucht ihr nicht sauer sein, wenn ich jetzt ausschalte. Ihr verpasst hier ja, wie ihr seht, sowieso nichts. Ja, ist ja auch nicht schlimm. Wir haben hier schon eine ordentliche Slime-Ernte gemacht. Das bringt uns erstmal über die nächsten 200 Folgen. Es waren 28, glaube ich, Slime-Bälle auf einen Schlag oder 27. Ist ja auch egal. Jedenfalls viele. Ja, viele Grüße auch an euch und. Ne, alle, die ihr so kennt.
Guckt beim nächsten Mal wieder rein und bringt eure Leute mit und macht's gut bis dahin. Euer Vorbuddler. Tust du mir weh? Nö. Aber ich dir. Eng, eng, eng.